Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alpinstars. Ja, wir sind ja immer noch mit dem Brümmer hier unterwegs im Wald und wollen noch ein bisschen Holz machen. Ach so. Boah, mal gucken hier. Ach, das hat geschmeckt. Bernd. Boah, grüß dich. Hör mal. Wie war das Mittagessen? Was hast du gegessen? Herrlich. Schnittchen. Schnittchen, ja, hatte ich auch. Ja, das war gut. Hör mal. Du, sieht voll aus bei dir. Richtig. Sollen wir mal eine Tour machen? Weißt du, wo wir da hin müssen? Ja, zum Sägewerk müssen wir wieder zurück. Wolltest du fahren? Kann ich machen. Ja, gut, dann setze ich mich mal. Steig mal nebenbei ein. Ich hoffe, da passt hier. Oh, großer Traktor. Ja. So, angeschnallt bin ich auch. Hast du alles festgemacht? Ja, natürlich. Ist alles fest, alles abgespannt. Mal gucken, dass wir hier drehen hier. Na gut, ich glaube, das wird ein bisschen kribbelig mit dem Drehen, oder? Auf der Wiese, oder? Ja, das sollte wohl gehen, oder? Ja, die ist groß genug. Ja, da kann ich ausholen hier. Solange nämlich nicht aus, ist alles gut. Nein. Machst ja gute Arbeit. Ne? Ja, ich gebe mir Mühe, ne? Ist halt, mit dem Mikado ist, habe ich als Kind mal das letzte Mal gespielt, ne? Aber ja. Ja, das ist nicht so, alter Kran, da muss ich mich noch mit einfuchsen. Ja, so schwer ist das nicht. So viel Hebel hast du nicht dran. Ja, in meinem Alter, du. Ach. Das muss alles nicht mehr sein. So viel Technik, weißt. Ach, das sind mechanische Hebel, das geht ganz einfach. Das ist total schick, ist das. Aber die wollen immer längere Stämme haben, sonst für kurze bezahlen sie kaum noch und. Oh. Ja gut, aber wie ist denn das? Sonst könntest du die einfach durch den Schredder werfen, oder? Kannst du auch hier, die haben doch so schöne Hackschnitzelberge da liegen. Ja, muss ich mir mal überlegen. Ich hatte jetzt erstmal bei mir auf dem Hof, hatte ich fertig gemacht für Kaminholz, ne? Also extra kleine, ne? Damit die Leute heizen können. Ja, ist so wichtig, ne? Im Winter wird es eigentlich kalt. Ja, die Bäume sind alle abgelaufen vom Halbbegeizdatum und da kann man nur noch heizen mit. Abgelaufen, vom Halbbegeizdatum. Ja. Hat er mir gesagt. Mhm. So, warte mal, ich muss jetzt hier mal hier zu der Information gehen. Mhm. Es kann sein, dass du mal ein bisschen herfahren musst. Ja. Warte mal. Ui. Hallo, guten Tag. Da sitzt gar keine Information drin. Nee, das ist alles automatisch. Achso, warte, ich sehe das Problem. Ich muss mal ganz kurz hier. Muss nochmal eben rufen hier. Ja, ich muss hier. Ja, so. Ja, Augenblick, da ist noch einer, der ist widerspenstig. Wir kümmern uns drum. Probieren wir jetzt. Top. Ja. Klasse, das hat geklappt. Das Top. Ist hier alles automatisch. Hier muss man hier reinstecken, die Karte, weißt du? Ja, einfach reinstecken. Ja, und dann kriege ich das Geld alles überwiesen. Noch geil. Ja. Das ist doch moderne Technik. Willst du zurückfahren? Ja, können wir. Kann ich machen. So, hüpf rein. Jo. So, dann haben wir, viel haben wir ja nicht mehr. Wir haben noch den einen umgefallenen da, ne? Zwei liegen noch da. Genau, und drei muss ich noch fällen. Oh, wenn's gut läuft, dann kriegen wir das alles drauf. Ja, das denke ich auch, ja. Dann können die von der Stadt glücklich sein, dass der Weg breiter ist. Ich muss noch mal gucken, dass ich die Stumpfen irgendwann mal wegmache, aber dafür muss ich erstmal ein Werkzeug mir noch kaufen. Ja, aber machst du das mit dem Bagger weg oder wie geht das? Naja, ich hatte mal im Katalog gesehen, da gibt es mittlerweile so eine Fräse. Okay. Da kannst du dann hinten am Traktor anhängen. Und dann fräst du das von oben weg, den Stamm. Mhm. Sah ganz interessant aus. Das muss ich mir aber erstmal besorgen. Ja, Stück für Stück zum Knabberglück, weißt du doch. Ja, ich habe ja jetzt ein bisschen Geld gekriegt, ne? Zu investieren, ne? Von dem Reiniger. Ja gut, das stimmt auch wieder. So, würde ich sagen, stellen wir den mal hier hin. Genau. Ich würde den dann wieder rausziehen und kannst du den dann wieder einkürzen? Ich kann den wieder kürzen, auf jeden Fall, ja. Wird wieder ein Traum. So. Ja, Benzin ist noch drin. Wo hast du denn noch einen gesehen? Ja, du hast doch vorne noch einen umgesicht.
So einer, der hier im Wald liegt, der. Ich ziehe den mal ein bisschen neben den Anhänger. So. So, schneid's mal was ab. Warte, ich zieh den mal ein bisschen aus dem Baum raus, dann ist da nicht so ein Baum drin. Ja, Träumchen. So. So, einmal abtrimmen, bitte. Ja. Wolltest du den Büschel abschneiden? Ah, herrlich.
So. Ja, immer. Ja, auf einen Blick. Bin dabei. So. Ja, ich sage ja immer, ne? Die Kopfhörer, ne? Die sind immer gut, aber manchmal muss man sich auch verständigen können. Ja, das ist richtig. Geht von der Länge oder kürzen? Ah, das sollte gehen. Mal gucken, dass er den im Greifer hält hier, ne? Manchmal hat er Probleme mit der Greifkraft. Hängt ein bisschen durch, wa? Ja, Na? Augenblick. Ich arbeite noch dran. Muss ja erstmal richtig greifen. Ah, doch, geht ja. Dann haben wir noch zwei Stück. Auch so kleine? Ja. Erst mir eben vor, damit? Dann brauche ich nicht mal umsteigen hier. Ja, Moment. Immer raufklettern, runterklettern. Du sollst beide kriegen, glaube ich, oder? Das probiere ich jetzt mal. Muss mich bloß mal eben dirigieren, weil den anderen sehe ich nicht so gut. Hier liegt einer. Direkt vor deinen Füßen? Ja. Zu mir noch. Naja, Augenblick. Noch ein Stück zu mir. Ja, greif mal. Ja, hast ihn. Oh, knapp, knapp. Na, guck mal, sollte behalten. Und ein EM von meinen Füßen. Kannst du noch weiter zu mir? Du bist da jetzt gerade sehr am Anfang. Jo, hast ihn. Lass mich los. Ui, 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 Na gut. ui. Ui, ui, ui. Da jetzt gerade hier so. Könnte der mich hier mal loslassen? Irgendwie hätte sich. Ah, jetzt. Hat er sich irgendwie in der Kralle verfangen. Ja, nur den einen jetzt noch mal richten. Ja, Augenblick, bin dabei. So kommen wir nicht zum Sägewerk. Ist hier. So. Hält das? Ja, ne? Ja, jetzt hält's. Super. Boah, dann klappt das mal zu. Dann kannst du das gleich zum Sägewerk bringen. Ja, kriege ich hin. Und ich komme dann mit dem Unimog hinterher. Jawohl.
Stützen noch hoch. So. Ja, du kommst hinterher, oder was? Ja, aber ich muss erstmal noch kurz hier den Sitz richten. Ja, ja, mach mal. Was? Auf was für einem Sitz bist du denn da? Ich bin auf hier hochgeklettert gerade, weil der Kran, der ist so weit oben. Ach so, ja, ja. Moment mal, der muss weiter runter. Nee, so, nein. So. Den linken Hebel einfach nach vorne drücken. So sieht besser aus. Ja, das geht. So, warte. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier nicht noch auf die Seite legen. So, meine lieben Freunde, das war's aber schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, ne? Und habt eine gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.